Hallihallo und willkommen zum neuen Schreibtagebuch. Viel Spaß! Adventskalender. Ja, alle Kursgeschichten, die noch gefehlt haben, die noch im Lektorat waren etc. pp., sind in 2 Tagen in Folge aus dem Lektorat gekommen. Das heißt, ich hatte die letzte Woche ordentlich zu tun, die zu bearbeiten und überhaupt, und keine Ahnung was. Also da ging es wirklich, wirklich gut voran. Geht immer noch gut voran. Und ja, ich bin immer noch begeistert, dass es da so gut jetzt vorwärts geht. Nicht so an anderer Front, da gab es die nächste Hilfsbotschaft, dass die Illustrationen nicht rechtzeitig fertig werden. Und das Cover. Also das Cover warte ich jeden Moment drauf, aber die Illustrationen und alles wird nicht rechtzeitig fertig werden bis Ende September. Und ich dachte echt, ich kipp aus allen Wolken. Ich war an dem Tag wieder so fix und fertig gewesen. Einige haben es im Blog mitbekommen oder in den Vlogs. Es waren mehrere, wo ich immer nur fix und fertig war und nicht wusste, wo es so vorne und hinten ist. Und ich hoffe einfach noch, dass es vorangeht, dass alles klappt, dass bis zum 10.10. Das ist eine neue Deadline, die aller späteste Deadline, die es gibt. Weil später kann gar nicht mehr werden, weil es ist halt. Es steckt so viel dahinter. Man ist halt nicht nur, dass es fertig werden muss und dann als Buch irgendwie formatiert werden muss. Das ist diesmal ja nicht ganz so ohne. Man muss ja bedenken, es ist ein Adventskalender. Das heißt, es muss bei den Lesern sein vor dem 1. Dezember. Oder zum 1. Dezember spätestens. Das heißt, die Veröffentlichung muss am 15. November erfolgen, weil wenn man es bestellt irgendwo, es ist nur mehr Print on Demand, dauert es um die 10 Tage, bis es da ist. Und ich muss 14 Tage vorher die Freigabe machen, damit eben überall im Shop schon verfügbar ist zum Vorbestellen. Das möchte ich diesmal auf jeden Fall haben und nicht wieder auf den letzten Drücker und dann ist es, ne? Wie bei zuletzt, da war es ja auch so ein bisschen knirsch. Und das heißt, ich brauche schon 14 Tage vorher, ich muss Anfang November, muss ich die Freigabe erteilen, okay, funktioniert, spätestens. Ich muss aber vorher noch einen Probedruck machen lassen, mit 2 Probedrucke diesmal, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und auch das dauert jetzt 10 Tage, bis es bei mir ist. Das heißt, es muss auch wieder Mitte Oktober, muss ich den Druck, oder den Probedruck anfordern, um zu gucken, ob alles schick ist. Das heißt, bis dahin muss alles fertig sein. Ich habe also nicht mehr den gesamten Oktober Zeit, um den Buchsatz zu machen. Und das ist etwas, was mir so im Nacken sitzt. Und wenn da jetzt noch irgendwas sich verschieben sollte, dann muss ich den Kalender tatsächlich um ein ganzes Jahr verschieben. Und damit verschiebt sich die komplette Zeitplanung. Denn ich habe ja alle Veröffentlichungen, die jetzt irgendwie im Kopf rumschwirren oder auch teilweise schon in der Rohfassung fertig sind oder auch schon lektoratsreif sind, bis 2024 durchgeplant. Wenn ich das eine Buch verschieben würde, dann würde sich komplett alles verschieben. Weil ich dann nochmal neu planen müsste, wann mache ich was und das möchte ich eigentlich nicht. Und das ist so. Wie gesagt, wenn es nur ein Jahr verschieben wäre, okay. Wäre ärgerlich, aber wäre noch machbar, weil ja so viel da dran hängt und ich auch andere Projekte habe, die ich endlich veröffentlichen möchte, ist es halt alles nicht so einfach. Und nee. Da kriege ich echt. Das ist. Aber gut. Bleiben wir optimistisch, bleiben wir hoffnungsvoll und hoffen, dass am Ende doch alles gut wird. Ich brauche auf jeden Fall 100 Kreuze, bis wenn das Buch veröffentlicht ist. Und dann ist gut. Dann kam die nächste Sache noch, dass der Titel nicht so stimmig war. Ich habe ja irgendwie gehofft, dass meine Lektorin vielleicht was sich einfallen lässt oder eine Idee hat. Nix. Die andere Lektorin auch nicht. Und es war halt so ein ganzes Hin und Her. Habe ich Instagram gefragt, da kam eine Antwort, vielen Dank übrigens dafür, die passte aber auch nicht so richtig. Also war das immer noch so ein ganzes Hin und Her. Inzwischen, seit gestern, gibt es einen Titel, ich will den natürlich noch nicht sagen, mit dem ich zufrieden bin, mit dem ich leben kann. Vielleicht muss ich dann minimal umstellen, muss ich mal gucken, weil Doppelmoppel ist da auch schon mehr drin. Gucken wir mal. Aber ja. Es gibt einen Titel mit Untertitel. Es wird also so ein Titel werden, naja, nicht ganz. Aber damit es eben verständlich ist, brauchst du jetzt mal einen Untertitel. Und ja, wir gucken mal, was da rauskommt. Und es ist alles nicht so einfach. Dieses Buch ist irgendwie nicht so, es läuft nicht so rund, wie ich es mir vorgestellt habe. Sagen wir es so.
Und ich weiß inzwischen, das hat meine Illustratorin mir dann gesagt, ich muss die Deadlines viel, viel früher setzen, damit eben nicht der Gedanke aufkommt, ist ja noch Zeit. Ja. Ich meine, teilweise habe ich auch so gedacht, gar keine Frage. Er muss damit erstmal klarkommen. Und alles andere ist jetzt ein bisschen straffer getaktet, beziehungsweise weiter vorgetaktet. Wahrscheinlich werde ich es nochmal umtakten müssen, um die Deadlines nochmal ein bisschen weiter vorzusetzen. Weil da habe ich auch immer so knackknirsch und das ist irgendwie, das passt nicht. Das muss ich auch noch ein bisschen früher machen. Das heißt, da muss ich die Planung generell nochmal umswitchen, aber nicht die Veröffentlichungsplan, sondern die, wann muss es geschrieben sein, wann muss die einzelnen Schritte, die habe ich mir eingeplant. Und da ich ja ein Jahr lang quasi Leerlauf habe, in dem Sinne, dass ich da schön verschieben kann noch, was das Schreiben und so betrifft, klappt das bestimmt noch. Das werde ich dann noch machen. Okay, man lernt nie aus und für die nächsten Veröffentlichungen wird hoffentlich alles besser werden. Heimlichkeiten. Sind wir schon bei der nächsten Veröffentlichung? Der Release Day war letzte Woche und die Buchbox ist die meistverkaufte Buchbox bis jetzt, also da freue ich mich wahnsinnig drüber. Vielen, vielen Dank für eure Bestellungen. Das freut mich natürlich ungemein. So langsam geben wir die Goodies dafür aus, aber wir kriegen das schon gebacken. Entweder reichen sie genau oder ich muss irgendwie was anderes nachordern, muss man mal schauen. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass Enrico schon wieder mal ein heimlicher Star ist. Also Enrico ist einfach, ja... Es klappt einfach, ne? Und ich habe auch nochmal geschaut, wann Enrico das erste Mal veröffentlicht wurde. Und weil es war ja ursprünglich Heimlichkeiten, war ja für einen Wettbewerb bestimmt, hat er nicht gewonnen, wurde trotzdem ein Buch veröffentlicht, wo ich zuzahlen musste. Alles kein Ding. Und warum ist denn das so staubig? Und ja, Enrico hat ja seinen ersten Auftritt in diesem Buch. Das ist jetzt irgendwie, ich finde das Cover überhaupt nicht ansprechend, aber okay. Bunte Tierwelten, Geschichten und Gedichte. Genau, da wo das Schnipselchen ist, ist mein Heimlichkeiten, mein Enrico drin. Zum Beweis. Wunder, bitteschön. ja, und das ist meine allererste Kurzgeschichte, die jemals irgendwo veröffentlicht wurde. Und dafür, dass es jetzt wieder so ein. Ja, dass es jetzt so gut ankommt, oder generell so gut ankommt, finde ich natürlich super. Und ich kann euch versprechen, es wird ein Wiedersehen mit Enrico geben. Da dürft ihr gespannt sein. Das wird das nicht das letzte Mal sein, dass ihr von Enrico hört. Und das freut mich natürlich noch mehr. Genau. Und das war auch schon das Schreibtagebuch. Mehr ist nicht passiert in der Woche, aber es war ja trotzdem von wunderbar. Die Veröffentlichung ist da und die Buchbox läuft und überhaupt. Und zwischen dann Achterbahn nach unten fahren, also so ins tiefe Tal rein. Alles geht nicht mehr voran und das war einfach ein Wechselbad der Gefühle und das muss ich so in der Form vielleicht nicht unbedingt nochmal haben. Ich hoffe, dass einfach nur noch alles so kontinuierlich bergauf geht. Das wäre super. Aber wir werden sehen, wo die Reise noch hingeht. Und ich hoffe, ihr begleitet mich weiter dabei. Bis dann. Bye, bye.